Weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Subnautica. Wo bin ich denn nun schon wieder? Kies ist umgezogen. Wir waren ja davor da hinten ein bisschen weiter weg in der Tiefe. Nur leider habe ich gemerkt, das lohnt sich nicht. Ich komme nicht an Titan, ich komme nicht an Kupfer ran, an Silber, an Gold. Es wäre immer ein zu weiter Weg gewesen. Jetzt habe ich mir hier was hingebaut. Und dieser riesige Riffrücken dachte sich, hey, die Basis vom Kies, die sieht aber ganz nett und kuschelig aus. Da schmuse ich doch mal ein bisschen rein. Na Junge, da willst du rein, ne? Aber du bist viel zu groß. Du bist viel zu groß, du kannst da nicht mit rein. Du kannst nicht in meine kleine Kuschelbasis. Ist leider nicht drin. Leider müssen gigantische Riffrücken draußen bleiben. Sorry. Gut, wir machen heute weiter. Es freut mich, dass du wieder den Weg zu diesem Let's Play gefunden hast. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Mann, ist der Kollege laut. Mann, ist der laut. So, ich habe hier ein paar Räume hingestellt und hier ist ein bisschen Gras im Flur. Das ist der grüne Flur. Oh. Oh. Kumpel. Das ist gar nicht gut. Der zerlegt mir hier die Basis. Ihr wisst jetzt, was kommt, oder? Ihr wisst jetzt, was kommt. Weil meine Basis kaputt geht. Nicht deine. Kannst du mal bitte woanders hin? Warum? Oh nein, es kommt der nächste. Irgendwie diese Basis hier zieht Riffrücken magisch an. Kann ich sie töten? Kann ich einen Riffrücken mit einem Messer? Kann ich einen Riffrücken mit einem Messer töten? Spürst du das? Spürst du den Schmerz? Anscheinend nicht. Er ist komplett unbeeindruckt. Ich werde jetzt losziehen, ja, Sachen besorgen. Und ich hoffe, meine Basis steht danach noch, ja? Also ich würde mich freuen, wenn du meine Basis hier nicht komplett zerlegen würdest. Alter, Sandhaie beißen sich ja auch noch mit rein. Geil, richtig geil. Jeder will in meine Basis. Nun gut, wir gehen erstmal zur Rettungskapsel zurück, denn ich will noch ein paar Sachen besorgen, wie zum Beispiel Essen. Essen wäre gut. Mann, 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 der zerlegt mir hier wirklich den Schuppen. Wo geht's denn hier hin? Waren wir hier schon? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, hier gibt es jede Menge Essen. Da greife ich zu. Essen ist gut. Was haben wir hier Schönes? Titan! Genau das, was wir eben nicht brauchen. Aber ich brauche Essen. Ich brauche besonders diese Fische hier. Komm mal her, du. Und du da. Alle sind eingeladen zu meiner Barbecue-Party. Rate mal, wer auf den Grill kommt. Richtig, du, Gary. Du kommst auf meinen Grill. So, Moment, ich muss ein bisschen sortieren. Wie machen wir das hier? Eins. Zwei. Drei. Du auf die vier. Und du bist die fünf. Glückwunsch. Hirn. Können wir noch scannen? Scannen wir es doch. So, für die Forschung. Natürlich, einiges hier noch für die Forschung. Du da. Mein Abendessen. Mein Frühstück. Mein Gary. Ich habe auch ein Aquarium und es wäre ganz gut, wenn wir diese Schlingpflanzen im Aquarium anpflanzen. Das wäre echt gut. Das wäre sehr intelligent von mir. Ich glaube, er zieht weiter. Ja, er zieht weiter. Ist schon mal gut. Schon mal sehr, sehr gut. Was haben wir hier drüben? Uninteressant, unwichtig. Nee, hier zu bauen ist auf jeden Fall besser, denn wir können hier mehr Sachen looten. Da hinten gab es zwar auch tolle Dinge, die man unbedingt braucht, aber noch nicht jetzt. Und ich denke, wenn wir hier unterwegs sind, es geht schneller. Es geht definitiv schneller. Oh, ich habe Hunger. Wir müssen ganz schnell hier ein bisschen Essen herstellen und eine neue Nachricht hier drüben. Neues Signal. Ein neues Signal, das wir untersuchen müssen. Und wir brauchen unbedingt die Undock-Bucht. Denn sonst können wir die Motte nicht verbessern. Mmm, Gary. Streichzart. Mit ein wenig Zitrone. So. Gut. Hauen wir rein. All you can eat. Sehr gut. Also, die Nummer 4 diesmal. Die 17 raus, die 4 rein. Irgendwo da hinten ist die 4.
Wir wollten noch diese Schlingen pflanzen. Die besorgen wir jetzt ganz schnell. Was habe ich eben gerade schon wieder gerammt und totgefahren? Geschwommen? Okay, hier ist die Basis. Noch ein Signal, schon wieder ein Signal. Wieso bekomme ich dauernd irgendein Signal? Ich bin ein sehr, sehr gefragter Mann. Also für jemand, der gestrandet ist und niemand weiß, wo ich bin, bin ich enorm beliebt. So. Wir besitzen 4. 4 ist perfekt. 4 ist absolut perfekt. Oh, geh weg. Du Saukerl. Du fieser, fieser Saukerl. 4 ist perfekt. Die hauen wir direkt hier drüben rein. Dann haben wir auch eine Beleuchtung in der Basis. Die Dinger sind mega praktisch. Ey, der hängt ja immer noch hier. Du bleibst schön da drüben, ja? Wir können Nachbarn werden. Wir können koexistieren, okay? Welcome aboard, Captain. So. Und 4 Stück hier rein. Und jetzt wachsen die hier. Und die leuchten irgendwie cool. Und wir bekommen jede Menge Silikon und Schmierstoff. Denn wir können sie ja immer wieder ernten. Und neue heranzüchten. Alles klar. Signal. Signal Nummer 4. Wo bist du denn? Die 4, hier drüben. 500 Meter in diese Richtung. Eine kleine Basis. Ah, Moment. Moment. Eine Sache können wir noch tun. Eine Sache können wir tun. Müssen wir tun. Und zwar müssen wir dich hier mal auswählen. Und hier drüben hin. So. Nein, ich will sie gar nicht einsammeln. Nicht aufnehmen, bearbeiten. Ah, Basis steht immer noch drin. Gut. Gut, gut, gut. Dann bin ich hier schon mal zufrieden. Also ich denke, hier können wir auch was Cooles bauen. Wir könnten dann diese ganzen Sandtürmchen alle nutzen, um halt dann da drüben noch eine Basis zu platzieren und uns so ein bisschen auszubreiten. Aber wir sollten genügend Platz haben für den Zyklopen hier. Und wir können ja jederzeit irgendwo anders eine neue Basis bauen. Wir sind ja an diese Basis nicht unbedingt gebunden. Oh, was haben wir hier? Was bist du denn? Aha! Ey, das ist ja mal super. Ey, das brauchen wir. Ja klar, das brauchen wir. Sehr gut, direkt hier ein neuer Bauplan. Läuft. Moment, hier drüben ist noch mehr. Was haben wir hier drin? Der Gleiter? Nee. Nee, das ist die Kanone. Die Schubkanone. Nice. 1 von 2. Yes. Noch ein bisschen Titan hier mitgenommen. Ein wenig Gold. Gold habe ich so viel. Boah, wie das aussieht hier, der Pilzwald von oben. Mal runtergehen. Eier suchen gehen. Eier wären gut. Ich hätte ganz gerne ganz viele von diesen Rochen. Waren das Rochen? Manta-Rochen? Manta-Mann? Manta-Mann! Was seid ihr nochmal genau? Ihr seid doch irgendwelche Rochen. Quallenrochen. Die haben schönen Sound, oder? Komplett harmlos und sehen wunderschön aus. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Richtig schön, oder? Und von denen hier kann man Eier finden, wenn man Glück hat. Damals habe ich sehr, sehr viele Eier gefunden. Oh, oh, und Blitzi. Blitzi ist gar nicht gut. Na, kann ich hier irgendwo Eier klauen? Ey, was ist das? Yes! Ein Höhlenfragment. Oh, und was ist das hier drüben? Ein Brückenfragment. Und was ist das da für ein komischer Schimmel? Kann man damit irgendwas machen? Was stand da eben gerade? Baumlauch? Baumlauch.
Eier? Na, vor denen habe ich Respekt. Die sind ganz schön fies. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Und hinter mir so ein Blitzer. Ich bin drin. Alles gut. Alles gut. Ja, ein bisschen Wasser in der Lunge. Passiert. Das passiert sogar den Besten. Oh, hier drüben ist ein Ei. Das nehmen wir direkt mal mit. Ein Kreaturenei gefunden. Also ja, die Eier können wir ins Aquarium werfen und dort kommen dann Kreaturen raus. Und bei dem hier kann ich jetzt schon mal spoilern, es wird ein Quallenrochen. Und das sind meine Lieblinge. Oh, noch eins hier drüben. Ey, ich habe richtig Glück. Ich habe richtig, richtig Glück. Die Haie sehen auch cool aus, oder? Die Bone Sharks. Die gefallen mir auch. Allgemein, ich finde das Design der Kreaturen hier sehr gelungen. Noch eins. Drei Stück schon. Die vermehren sich hier aber ganz schön kräftig. Wir sollten ein paar ausrotten. Einfach nur, um andere Arten zu schützen. Glaubt mir, damit mache ich eigentlich was Gutes. Moment, wir wollten doch hier zur Kapsel Nummer 4. Die schwimmt hier oben. Alles klar, gehen wir hin. 30% Energie. Und wir müssen hier langsam ein bisschen vorsichtig sein, denn hier könnte schon der ein oder andere Reaper rumschwimmen. Und wir alle wissen, Reaper sind fucking gefährlich. Erstmal hier hin. Und ich kann hier nicht rein. Ah, hier drüben kann ich rein. Was haben wir hier Schönes? Was zu trinken. Toll. Mega spannend. Normalerweise findet man doch immer ein PDA. Das Trinken nehme ich direkt hier mal mit. Nom. Hier leuchtet doch auch was. Hä? Habe ich da gerade eben PDA gesehen oder nicht? Nee, nee, nee. Das backt irgendwie hier so ein bisschen durch. Ja, aber kein PDA. Keine Infos. Gar nichts. Hm. Merkwürdig. Also wie gesagt, normalerweise bekommt man irgendwas immer bei diesen Dingern hier. Zumindest Infos. Wir können mal ein bisschen schauen, ob irgendwas hier unten ist. Welcome aboard, Captain. Alles klar, was haben wir hier Schönes? Wahrscheinlich haben wir hier noch ein bisschen was von der Schubkanone. Yes, die Schubkanone. Die können wir jetzt schon bauen. Oh oh, Sonnenfinsternis. Ich habe so ein Glück. Jetzt auch noch eine Sonnenfinsternis. Lass mich mal da rein. Was sind das hier für Dinger? Energietransmitter? Ein Energietransmitter? Ganz neu. Also der Energietransmitter ist ganz, ganz neu. Was ist hier? Sandhai. Okay, Sandhai geht noch. Ja, das war so eine kurze Sonnenfinsternis. Hey, Mr. Sandhai. Mein Inventar ist voll. Aber ich würde dich ganz gerne scannen. Für die Forschung. Alles für die Forschung. Das hier ist unwichtig, oder? Ja. Hätte ja sein können, dass wir hier noch irgendwas finden. Hey, dich habe ich auch noch nie gesehen. Ein Springer. Ein kleiner Springer. Ein Shuttlekäfer. Oh, hier drüben sehe ich eine Kiste. Sauerstoff sieht gut aus. Medikit. Jo, aber sonst gibt es hier anscheinend nichts. Wir können weiterziehen. Alles klar, das Problem ist, wenn wir hier nach unten gehen, hier ist noch eine Kiste. Na, irgendwas Tolles hier zum Forschen. Ist doch wieder die Kanone, oder? Inventar voll. Ja, ist wieder die Schubkanone. Ich habe irgendwie Schiss, dass hier ein Reaper rumschwimmt und mich frisst. Weil das Problem ist, ich habe hier noch nichts, noch gar nichts für Verteidigung. Und hier in der Gegend schwimmen die rum.
Also hier ist auf jeden Fall schon der Anfang der Reaper-Gegend. Meistens ja so ein bisschen hinter dem Schiff. Zumindest damals bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt ist. Kann sich ja schon wieder alles ein bisschen geändert haben. Ja, hier sind nur Schubkanonen drin. Ja, hier so die Ecke, da könnte dann der Reaper umherschwimmen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man in das Schiff jetzt reinkommt. Könnte auch wieder anders sein. Moment. Ah, mein Inventar ist voll. Komm mal her, du. Neue Kreatur. Habe ich da eben gerade einen Reaper in der Ferne gehört? Vielleicht gehen wir zurück. Liefern hier noch ein paar Dinge ab. Was ist das da? Was bist denn du? Noch ein Brückenfragment. Alter, was ich hier alles bekomme. Moment mal, ich habe den fertig. Baupläne. Ah, nee, 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 es fehlen mehrere. Das wäre ja jetzt extrem gewesen, wenn ich den direkt hier fertig hätte. Aber du bist doch auch irgendwas da hinten, oder? Morty! Morty, komm zu Daddy. Das sind doch auch wichtige Dinge hier, dass man so schnell jetzt den Zyklopen bekommt. Ich weiß noch, der Zyklop, dafür habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Und jetzt bekomme ich den irgendwie hier hinterhergeworfen. Ja, hier Höhlenfragment. Nee. Ich werde den noch jetzt nicht so schnell bekommen. Das wäre ja wirklich super leicht. Also, jetzt schon ein Zyklop? Jetzt schon. Ich meine, ich habe nicht mal hier irgendwie die... Ja. Die Andockbucht. Ah, hier ist noch ein Teil. Könnte sein, dass wir es sogar schon haben. Na hier, Höhlenfragment besitzen wir bereits. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, hier irgendwas zu docken. So ein bisschen Titan droppe ich hier mal, denn brauchen wir nicht. Zumindest im Moment. Ich will lieber hier die Eier mitnehmen. Das Problem ist halt, ich kann nichts upgraden, solange ich nicht die Möglichkeit habe, das Ding zu bauen. Und... ich weiß gar nicht, musste man das damals scannen in meiner Version? Oder hatte man das von Anfang an? Ich weiß es echt nicht. Weil ich kann mich gar nicht erinnern, wo das sein könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir zur Aurora gehen, und vielleicht machen wir das sogar jetzt, dass wir dann dort vielleicht die Sachen finden, die wir suchen. Also den Prawn können wir dort finden. Was brauchen wir dafür? Wir bräuchten dafür auf jeden Fall was zum Aufschneiden. Wir haben einen Diamanten. Vielleicht können wir das Ding zusammenbauen. Wir besitzen einen Diamanten. Und andere edle Dinge können wir hier auch relativ schnell besorgen. Und dank der Motte bin ich ja sehr schnell hier mobil unterwegs. Home sweet home. Und schon ein bisschen was gewachsen hier drin. So. Ja, schauen wir mal rein. Ich habe leider hier nur einen Eingang. Vielleicht muss ich hier noch einen bauen. Gucken wir mal. Yep, sie wachsen. Und es muss auch doppelhoch sein. Nein. So. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. So, wir haben hier die Eier und das dauert ein bisschen. Dauert schon so seine 2-3 Ingame-Tage. So, dann, was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier Werkzeug, eine Tauchleine, Laserschneider, können wir machen. Diamant, Batterie, Titan. Okay. Wir besitzen einen Laserschneider. So, dann hier noch so ein Saugnapfisch. Der schmeckt bestimmt gut. Richtig, richtig lecker. Alles klar, hier haben wir Gold. Da habe ich irgendwie so ein bisschen alles reingeworfen. Nimm mal Gold. Nimm mal das hier. Energiezellen habe ich hier noch parat. Die hier können wir schon mal laden. Ladestation haben wir auch gefunden. So, dann habe ich hier noch eine Kommunikationseinheit. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location.
I didn't know how bad. How many of... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? We're a six-seater, and we aren't even slightly equipped to handle this? Our pilot last attempt at a planet landing in the Academy simulator? Oh, it's a bad situation, but so are all the alternatives. Okay, die haben wenig Platz. Die Batterie war sogar geladen. Oh, warte mal. Machen wir hier Licht aus. Licht aus. Das Licht macht sich immer wieder automatisch an. So, hier hin. Okay, nochmal hier ein bisschen umsortieren. Dich auf die 1 und den Laserschneider auf die 5. Echt jetzt? Kommen die jetzt schon? Holen die mich jetzt schon? Ach nee, 13. Okay, die sind unterwegs, die Jungs. Ich werde gerettet. Ich werde wirklich gerettet. Gerettet. Unglaublich. Hoffnung. Zum ersten Mal verspüre ich Hoffnung. Die Sunbeam. Die Sunbeam wird mich retten. Also, damals war der Eingang... Also, ganz am Anfang war der Eingang an der Seite. Dann irgendwann haben die Entwickler gesagt, nee, an der Seite, das wäre zu leicht. Da kommt irgendwie jeder rein. Das ist uncool. Machen wir es doch irgendwo ganz, ganz vorne und machen noch so ein bisschen, du musst springen daraus, ja? Also, mein letzter Stand. Es kann sein, dass es jetzt wieder irgendwo anders ist. Und bei meinem Glück, es wird ja auch schon wieder dunkel, finde ich es auch nicht direkt. Aber wir gehen jetzt mal nach vorne und wir beten mal, dass kein Reaper kommt. Denn ich habe keine Abwehrmechanismen. Gar keine. Wenn der Reaper kommt, bin ich tot. Okay? Reaper kommt, Key ist tot. Alles klar, wir reparieren noch. So. Reaper kommt, Keys tot. Wir haben es alle verstanden, ja? Deswegen, wir hoffen jetzt, dass kein Reaper kommt. Und wir ganz cool, locky flocky, hier reinschwimmen können. Alles klar, wir sind mal hier. Alright. Die sind auch mies. Aber wir scannen sie für die Forschung. Wow, hey, hey. Oh Gott! Seid ihr scheiße! Ich hasse Höhlenkrabbler. Drecksviecher. Fiese, asoziale Drecksviecher. Noch irgendwas hier zum Scannen, wenn ich schon mal hier bin? Ihr kleinen... Ein Schreibtisch! Sag mal, könnte ich hier mit der Schubkanone vielleicht irgendwie... Sieht so aus, als könnte man hier durch, wenn man die Schubkanone hätte. Aber ich habe keine. Hätte ich ihn machen müssen. I don't know. Au! Die sind so fies. Mist, ich habe keinen... Habe ich einen Feuerlöscher? Was ist denn das für ein Sound gewesen? Was hier so drin? Nehmen wir mal mit. Kann man brauchen. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen Feuerlöscher. Hättest du mal einen mitgenommen? Idiota! Ja, wie gesagt, vielleicht finde ich noch einen. Auf jeden Fall finde ich Wasser. Ich kann's wegspritzen, das Feuer. Die Musik ist doch auch neu. Medikit, wir nehmen es mal mit. Wegwerfen geht immer schnell. Besonders, wenn ich mir jetzt hier einiges verbrennen werde. Oh, eine Energiezelle. Eine Batterie. Lecker, lecker. So, jetzt kommt hier dieser kleine... Ah, hier ist noch eine Kiste. Noch eine Batterie. Nimm doch die Batterie. Danke. Jetzt kommt hier dieser kleine Jump'n'Run-Teil. An den erinnere ich mich. Also bis jetzt haben sie nichts verändert, bis das da unten. Das könnte vielleicht ein alternativer Eingang sein, wenn man die Schubkanone besitzt. Vielleicht kann man da durchfegen. Ich weiß es nicht. Okay, wir brauchen jetzt nicht alles hier.
Die Dinger sind zwar nett, aber wir brauchen nicht alles. Nee, hier ist ein Feuerlöscher, oder? Ja. Das Spiel lässt mich hier nicht hängen. Ein sehr, sehr soziales Spiel. So. Dann machen wir den mal ganz frech auf die 1, weil den Gleiter brauchen wir hier eh nicht. Alles klar. Alles klar. Oh, bekomme ich die hier geschenkt? Nee. Aber ein PDA. Ich dachte eben ganz kurz, es wäre eine fertig gebaute Schubkanone. Die ich jetzt bekomme, weil ich so ein cooler Typ bin. Noch ein PDA. Ein cooles Brown-Suit-Poster, was ich mitnehme, weil ich so ein geiler Typ bin. Ist der Stuhl da hinten? Oh, ich brenne. Was ist das hier? Mülleimer. Unbedingt. Ich brauche diesen Mülleimer. Ich bin ganz gierig nach diesem Mülleimer. So. Dann mal hier hin. Daten gedownloadet. Mal noch ein Medikit nehmen. Okay, den Quatsch hier, den hätten wir schon mal. Und ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Jetzt, wo es spannend wird. Aber es kommen ja noch weitere Folgen. Ich glaube, ich brauche die Schubkanone, oder? Ah, hier komme ich noch durch. Aber irgendwie, ich glaube, ich brauche die Schubkanone. Könnte sein, dass wir nochmal zurück müssen und uns eine bauen. Batterie hier drin. Man braucht ein Passwort jetzt? What? Alles klar, warte mal. In den Logs könnte was stehen. Nee, PDA. Codes. Cargo Bay. 1454. 1454. Yes! Gut! Also, es gibt viel zu entdecken hier auf der Aurora in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Subnautica mit einer Bewertung unterstützen würdet. Euer Support ist sehr, sehr wichtig für mich, wirklich jetzt. Also, kräftig liken, freut mich, wenn euch das Projekt gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss!